Ich sag mal, willkommen zurück. Wir sind genau an der Stelle im letzten Part stehen geblieben und ich versuche mal hier die Aufnahme. Warum versuchen? Naja, ich habe diesen Kampf jetzt schon einmal gewonnen. Wir müssen ja gleich gegen diesen total kranken, psychisch durchgeknallten Doktor angehen und probieren und seine Stacheldrähte nerven. Aber dazu gleich mehr. Dann ist das nächste Problem, ich kann hier nicht mehr zurückgehen und irgendwelche Heil-Items mir besorgen. Denn, warum auch immer, darf ich hier nicht weg. Ich darf mich nirgendwo hin teleportieren, ich darf auch den Ort hier nicht mehr verlassen. Und wir hatten ja hier einen Autospeicherpunkt. Ich könnte jetzt natürlich noch einen anderen, älteren Spielstand laden und bis hierhin spielen und versuchen, die Items zu besorgen, dass ich den Kampf hier einfacher habe. Aber ich habe keinen Bock. Ich würde gerne eher eine gute Strategie mir einfallen lassen, wie ich diesen Kampf sehr einfach überstehen kann. Aber das Problem ist bei diesem Kampf, der nervt mich glaube ich deshalb, weil nicht weil er hart ist. Ich habe ihn jetzt ungefähr so viermal schon geschafft. Vier ganze Mal. Und ich bin jedes Mal nicht zufrieden damit gewesen, weil das eher so eine Glücksrunden sind. Es ist abhängig davon, wann er seine Stacheldrähte in unserer Umgebung spawnen lässt oder nicht. Das ist total ätzend. Also man schafft es irgendwie. Auch wenn ich nicht viele Items habe. Ja, schaut mal, ich habe gerade mal hier ein paar Kokosfrüchte, das war's. Ansonsten nur Wiederbelebungs-Items. Und das muss ausreichen, um den Kampf zu besiegen. Ja, um den Kampf zu besiegen. Nein, um den Kampf zu überstehen. Müssten wir auch hinkriegen. Dauert vielleicht maximal 20 Minuten, dann haben wir's. Ja, wie bin ich hier ausgerüstet? Gehen wir's mal kurz durch. Ich spekuliere hier nur auf Flash Guard. Weil ich glaube, seinen Angriffen auszuweichen ist komplizierter als einfach nur zu blocken. Und wir machen ja auch dadurch Quitschaden. Dann Stärke Defensive haue ich rein, alles andere macht für mich keinen Sinn. Auch er kriegt einen Boost auf Stärke und wenn der wenig Lebenspunkte hat, macht er seinen Special-Skill und dient dann als so eine Art Finisher. Wenn unser Gegner maximal noch nicht die Hälfte, aber so ungefähr ein Viertel seiner gesamten Lebensenergie noch hat, dann ist Saats Zeit gekommen. Ja und Luxia, alles auf Stärke. Ob es was bringt, wahrscheinlich ja doch schon. Bei ihr wüsste ich aber sonst auch nicht, was wir da machen können. Ja, und das ist eben hier gerade ein bisschen schwierig. Mit mehr Heilsachen wäre es vielleicht was anderes, aber irgendwie will ich den Kampf auch schaffen, weil man sich was Cooles ausgedacht hat. Ihr müsst mal drauf achten. Wir gehen es mal hier in der ersten Runde durch. So, er kommt auf uns zu. Das ist die perfekte Attacke, die er machen kann und ich habe sie leider total verhunzt. Jetzt. Zu weit weg. Vor allem, es ist auch unüblich, dass er das zweimal hier in der Phase schon macht. Ich finde, dieser Typ, der hat zwei ganz, ganz schreckliche Attacken. Einmal diesen Draht und das. Das, was er jetzt gerade gemacht hat, schrecklich. Indem er so nach vorne seine... Genau das. Diese Attacke nach vorne ist warum auch immer. Die ist so dermaßen schwer auszuweichen und ich weiß nicht warum. Ich habe absolut keine Ahnung, warum mir das so schwer fällt. War ich zu spät, aber ich muss hin. Es ist ja... Boah. Der regt mich auf. Also der Typ, der regt mich komplett auf. Ich kann auch gar nicht vernünftig hier die ganzen Sachen kommentieren, weil es ist einfach auch zu schnell. Das Kampfgetümmel ist einfach viel zu schnell. Naja, oder wir bleiben bei dem in der Nähe stehen. Wenn der Nahkampfattacken macht, ist ja auch okay. So war gut. Genau das ist der Plan. Und wenn man hier Glück hat, kann man dauerhaft in den Flashguard gehen. Jetzt haben wir ein bisschen Schwein gehabt. Mist, jetzt konnte ich nicht zurück. Weil da noch diese Stacheldritte waren. Aber ich glaube es ja nicht. Tatsächlich kann man den hier von vorne sehr gut ausweichen. Oh, zweite Phase. Hau rein, Junge, hau rein, zweite Phase. Flashguard. Nein, die Attacke scheiße. Yes, Flashguard hat funktioniert und er hat nicht mehr viel. Er hat da nicht mehr viel, ich glaub's nicht. Nein!
Ist aber komplett egal. Das nehme ich mit. Wenn ich den Kampf jetzt schaffe, soll mir das recht sein. Ich gehe sofort mit Sand nach vorne. Er wird wahrscheinlich nochmal sterben, aber egal. Oder? Nee, muss er nicht. Er muss ja nicht sterben. Warte mal. Wir haben noch hier so eine schöne Suppe. Werde ich ganz kurz benutzen. Perfekt! Das war perfekt! Und er kriegt Quitschaden. Nice! Jetzt ärgert es mich, dass ich die Suppe gegessen habe. Oh, krass. Er ist weg. Er ist weg. Und das war ein verdammt guter Durchlauf. Boah, nice. Okay, das heißt, es ist dann vielleicht doch cleverer, eher den Nahkampf zu suchen. Und dann versuchen immer, wenn der eben so eine Bodenattacke macht, ja, auszuweichen halt. Aber ich finde immer noch... Ah, Mist, die labern einfach weiter, Mist. Aber diese Insel ist die perfekte Bühne für das Böse. Und er weicht zurück. Ich habe nicht vor, es hier enden zu lassen. Ich habe noch so viele Sachen für euch vorbereitet. Nein, Mist, er rennt weg. Los, er rennt hinterher. Ja. Warum sollten wir auch hinterher rennen? Das war doch klar, dass der hier noch seine Drähte hat. Ja, aber wie zum Teufel hat er es geschafft, überall die Sachen zu platzieren? Na, los. Lasst uns das nächste Mal ein bisschen mehr Spaß haben. Alright? Boah! Alter, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Boah, ich war jetzt so fokussiert auf diesen Typen. Und ein Drache. Oder frisst ihn. Der frisst doch jetzt nicht wirklich. Wird jetzt echt vom Drachen gefuttert? Und er freut sich. Haha. Ich verstehe. Das ist also tot? Nee, das ist nicht der normale Tod. Das ist ein komischer Tod, den du hast. Der frisst den, Alter. Nee, der schleppt den mit. Der wird ja einfach so aufgemampft. Und wieso hat er uns geholfen? Und wieso hat er uns den hier auch attackiert? Das ist doch komisch. Ja, I didn't expect to answer. Da hat Saad recht. Das ist etwas kompliziert. Genau, Edel. Aber lass uns erstmal zum Captain zurück, okay? Ja, lass uns beeilen. Aber was war das gerade? Da kam echt dieses rote Ungetüm, was uns die ganze Zeit schon auffressen wollte? Und frisst den einfach so? Ich meine, was ist denn mit den ganzen Drähten gewesen? Ist so ein Ancient Beast etwa immun gegen so eine Fallen? Ich meine, der ganze Bereich, der war da voll von den Fallen. Also irgendwie... Ich weiß nicht, wie es euch geht hier beim Spielen. Es wäre schon ein ziemlich krasses Ende. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der tatsächlich aufgefuttert wurde. Aber es ist ähnlich wie bei Sir Kalen. Es ist jetzt hier wie bei dem Dr. Kilgan. Und es ist genau wie bei unserem Kapitän. Das sind alles so Sachen, wo uns das Spiel nicht endgültig zeigt, dass die tatsächlich umgekommen sind. Es kann sein, weil das Spiel halt sehr kindlich gehalten ist von der Optik, dass man es einfach nur, naja, mit netten oder halbwegs netten Bildern versucht zu zeigen, dass hier gerade jemand umgekommen ist. Das wäre eine Theorie. Oder, was ich glaube, die kommen alle nochmal. Dass wir die später nochmal irgendwie sehen. Weil es ist doch seltsam, dass wir in unserem Dorf, die helfen uns ja, wenn wir einen Interception-Rang haben, dann sind das ja die Leute, die uns unterstützen. Und wir können auch ja auch eine Bindung zu denen aufbauen. Ist das nicht komisch? Oder will uns das Spiel damit verwirren? Ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall hat es das Spiel geschafft, also ich bin verwirrt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er gefressen wird. Aber gut, ich meine, wie will denn der jetzt aus dem Mauder rauskommen? Ist ja nicht so, dass das Ancient Beast sagt, okay, hier, ich lass dich mal fallen und gut ist.
Oder es würde nur dann funktionieren, wenn vielleicht dieses Ancient Beast irgendjemand gehört und er soll ihn halt nur transportieren. Kann ja auch sein. Vielleicht werden wir ja die ganze Zeit beobachtet und er wurde jetzt gefangen genommen, ähnlich wie Sir Kanan. Oh, also ist schon spannend, ey. Spannend, spannend, spannend. Okay, dann gehen wir mal sofort zurück. Ja, und schlagartig ist meine Stimmung besser. Ja, der Kampf, der hat mich richtig angenervt, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, geht's mir irgendwie wieder besser. Irgendwie cool. Irgendwie cool, dass er gefressen wurde. Och, ihr Typen. Erdol. Es sieht so aus, als sei der Kampf vorbei. Aber nicht für dich. Dein Leben geht weiter. Wie geht's denn dem Captain überhaupt? Schafft er's? Oh, sein Gesichtsausdruck sieht aber nicht so gut aus. Es ist doch eine sehr fatale Wunde. Es ist so, wie der Namenlose gesagt hat. Aber nein, das kann doch gar nicht sein. Ach, der stirbt doch jetzt nicht. Das sind gute Worte, hätte ich auch gesagt. Denk an deine Tochter. Du hast gesagt, du wirst mit uns allen hier lebendig rauskommen. Und er entschuldigt sich. Ja, ich weiß, es tut mir leid, Zahat. Aber ich kann dieses Versprechen nicht halten. Aber wie kann das sein? Er will uns nach einem Gefallen fragen. Oh, er reicht uns die Hand. Ein Versprechen. Männerschwur. Wir sollen jeden hier lebendig rausbringen aus der Insel. Ja, hier, du kommst mit uns. Nein, der hat doch schon. Der hat abgeschlossen. Boah, das ist schon irgendwie scheiße. Und es fängt sofort an zu regnen. Der ist doch nicht wirklich tot, Alter. Doch, die haben den begraben. Boah, das ist echt scheiße. Das muss ich erstmal sacken lassen, weil vor allem... Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich wirklich mal sagen. Das ist gerade, wie ich das schon versucht habe zu erklären, irgendwie... Weiß nicht, ich hätte gedacht, das ist eher so ein Spiel, wo es halt jeder schafft, ne? Das heißt, Kanan ist dann wahrscheinlich jetzt auch wirklich tot, oder wie? Boah, das ist ja wie Game of Thrones. Da sterben ja die guten Charaktere auch in jeder Folge irgendwie, wie die fliegen. Ja, und jeder ist traurig über den Tod. Und vor allem jetzt haben wir ja auch einen... Ja, stimmt, und der Papagei, der war ja die ganze Zeit auf der Schulter von dem... Zu wem wird er wohl jetzt eine Zuneigung haben? Ich meine, die beste Bezugsperson ist weg. Und vor allem, der war ja auch sowas wie ein, naja, Anführer halt, ne? Ach, Chapter 2. Ich habe völlig vergessen, dass wir in einem Chapter sind. Das war erst Chapter 2? Boah, wie viel gibt's denn hier? Oh, mighty Tree of Beginnings that has brought prosperity. Oh, schon wieder Auto. Mann, ich will das jetzt... Mann, das ist doch jetzt gerade beschissen. Irgendwie, ich will das jetzt hier nicht durchlesen. Ich bin gedanklich noch völlig beim Captain und jetzt wirst du schon reingeworfen wieder in die nächste Szenerie. Dana wird die nächste Maiden.
wie sie hat sie es nun geschafft? Meinst du, ist das nicht auch eine ganz plötzliche Info? Und die hoffen alle, dass Dana uns führen wird. Aber warum nur gerade sie? Kann ich hier das Auto irgendwie wie abstellen? Ach! Warum auch immer? Ich hatte den Automodus an, obwohl... Oh, das ist ja erst recht ärgerlich! Nein! Das ist ja ein doppelter Grund zum Heulen! Nein! Weil erstens habe ich jetzt den Text nicht gelesen. Und zweitens ist der Captain jetzt weg. Das heißt, ich konnte mir keine Zeit nehmen. Oh, das ist so schade. Ja, da habe ich das Bedürfnis, hier schon wieder von vorne zu starten. Aber mache ich nicht. Weil... Ja, die Emotion hast du ja nur einmal. Einmal gesehen. Beim zweiten Mal ist es halt nicht mehr so cool wie beim ersten Mal, wenn du halt etwas Neues erlebst. Aber trotzdem, wie beschissen ist denn das? Ich weiß gar nicht, warum ich den Automodus aktiviert habe. Vor allem... Wie ich das geschafft habe, habe ich irgendwann aus Versehen mal X gedrückt, so wie es aussieht. Während einer Cutscene. Ja, ärgerlich. Okay, aber wir halten nochmal fest. Dana ist jetzt die Maiden und irgendwo gab es auch hier die Frage, warum sie es geschafft hat. Der Troublemaker, warum hat sie es jetzt geschafft? Wurde es jetzt gerade erklärt? Wenn nicht, auch egal. Kann ich mir nachher nochmal in aller Ruhe angucken. So, da unten steht, but people have unexplainable emotions. And they want to rely on her decisions. Ja, kann ich mit der Information erstmal nicht so wirklich was anfangen, wa? I will never accept this. Okay, das sieht eher so aus, als ob vielleicht andere Leute nicht so mit der Entscheidung einverstanden sind. Okay, war jetzt gerade das Dorf, was gesprochen hat, die da mit der Entscheidung nicht einverstanden sind? Und ein anderer Dorfbewohner, der jetzt sagt, naja, aber ist doch egal. Schau doch mal, wer die rechte und die linke Hand von Dana ist. Das ist bestimmt Olga, die ja ursprünglich die Maiden sein sollte, oder? Her reckless actions tend to cause more trouble to her surroundings. Just be honest and admit that you're worried about her. By the way, are you going to attend tomorrow's Tree Festival? Ach nee, das unterhalten die sich beide. Die unterhalten sich gerade quasi über Dana und machen sich so ein bisschen lustig, dass die Leute wohl jetzt nicht ganz damit einverstanden sind. Nimm das eher so scherzhaft hin und die fragen, ob sie morgen eben zum Festival gehen. The Tree Festival is the first big event for Dana as a new maiden. Das erste große Event für Dana? I guess I'll be generous and watch over her, since we've been friends for such a long time. Und sie möchte gerne über uns wachen. So ein kleiner Aufpasser quasi. Personal Bodyguard. Natürlich wirst du das, sagt die andere. Aber wie viel Zeit auch vergangen ist. Das waren jetzt richtige Frauen. Das muss ja ein Zeitraum von mehreren Jahren gewesen sein. Oh, wo sind wir jetzt? Wir sehen das erste Mal Farbe. Ist das Dana? Blaue Haare? Oh, das Monster, habt ihr es gesehen? Mehrarmig. Wir kriegen irgendeinen Stundenplan. Und wir werden gefragt, ob wir müde sind von all den Aufgaben, die uns zuteil wird. Das ist Dana. Wobei, sie sieht trotzdem noch ziemlich jung aus. Und sie sagt, ja, ich bin schon ein bisschen müde. Aber sie hat auch das ähnliche Outfit, so wie Laxia. Oder sollte man sagen, Laxia hat eher vielleicht das ähnliche Outfit? Outfit, so wie Dana? Ja, ein bisschen. Okay, die wollen bald aufbrechen zum Great Valley, dort, wo das Festival stattfinden wird. Tree Planting, die wollen da irgendeinen Baum pflanzen.
Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Wir können uns ausruhen, wenn wir wollen. Ja, möchte ich gerne. Dankeschön. Vor allem, wie klein sie ist. Wie alt mag sie wohl sein? Wenn wir fertig sind, sollen wir Bescheid sagen. Wie, jetzt können wir es mit der zocken oder was? Na, okay, also alle diese Ernsthaftigkeit, na, strengt mich ganz schön an. Ich werde mich ein bisschen auflockern und ein bisschen rumlaufen. Ja, aber trotzdem, wie hat es jetzt Dana geschafft, Maiden zu werden? Was nu? Trophäe. Und wieso ist Dana auch so verdammt klein oder sind die anderen einfach nur so groß? Klar, wie groß sind hier? Der ist ja doppelt so groß. Wie sieht denn das aus? Die guckt hier nur auf den Bauchnabel, Alter. Aber wie geil ist denn das? Wir können mit Dana rumlaufen. Ja, direkt mal auf die Karte gucken. Story Main Mission. Na, gehen wir doch direkt mal hin. Oder haben wir hier irgendwas, was wir verpassen können? Ich hoffe nicht. The purification ritual just finished. So, there's no need to go back. Aha, wir hatten also ein Reinigungsritual gehabt. Ja, tut mir wirklich sehr leid, dass das dann vorhin nicht so funktioniert hat. Aus wieder mal eigenem Fehler. Ich wusste auch gar nicht, dass man so eine Autofunktion hat bei Texten. War mir nicht bekannt. Aber man lernt ja immer aus Fehlern. Aber trotzdem traurig, oder? Mit dem Captain, dass der echt gestorben ist, hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt die ganze Zeit gedacht, nee, das Spiel wird schon irgendwie. Sind ja alle so richtig dicke miteinander. Na doch nicht. Dann passiert hier wirklich in einer Tour ganz schön krasser Scheiß auf der Insel. Aber warum denn der Captain gerade? Ich meine, das sind immer die Guten. Immer die Reinherzigen. Das sind die zuerst sterben. Ja, und so Leute wie Carlin. Ich wette trotzdem, dass der das auch irgendwie geschafft hat zu überleben. Würde mich nicht wundern. Ja, und das sind dann die auf ewig überleben. Was ist denn das? Ach, ist das hier eine von unseren... Pink-Haired Girl. Jeder sieht ja ganz schön beschäftigt aus. Zeit für mich, hier was zu stibitzen. Tatsächlich, die ist ja echt ein Dieb. Ein Dieb. It's not my fault. If a thief comes in on a late Lexus. Damit meint sie sich selber, oder? Ist irgendwas? Ups, nein, ich bin noch überhaupt nicht suspicious. Ah, du hast mich gefunden. Na, du scheinst wohl Verstecker zu spielen. Du solltest hier nicht rumspielen. The Scold You. Ja, sonst könnte dich eine schreckliche Person erwischen und anhalten. Keine Ahnung. Okay, fine. I was able to meet the woman lady. Ja, ich habe ja die berühmt-berüchtigte Lady getroffen. Hat sich der Tag ja schon belohnt. Na dann, ich gehe mal zurück für heute. Hä? Ja, gib dein Bestes bei deinem Versuch. Bei deinem Twi'l. Boah, die Haare. Riesenmonsterhaare. Was für ein süßes Mädchen. Also so wie sie gekleidet war, kommt sie wohl nicht von hier. Wo sie wohl herkommt. Naja, aber sie sah jetzt nicht so aus, als ob sie sich hier verlaufen hätte. Also wird schon alles okay sein. Ja, ist ein Dieb. Ist eine Diebin. So, und die hier? Was will die? Sie ist ein Old Schwein at the bottom of the Great Valley, which is restricted territory. Ja, irgendein Schrein ist im großen Tal, im großen Valley, wo wir hin müssen. That's where the new maiden will perform a tree festival. Afterwards, she plants a prayer tree. And offer a prayer in order to see Eternia's future. Oh, lass mich raten, das ist ja krass. Jede Maiden muss dorthin einen Samen säen, dann irgendein Gebet sprechen und dann sieht sie in die Zukunft Eternias. Wir wissen genau, was passieren wird. Sie wird bestimmt keine gute Zukunft sehen und dann wird sie bestimmt verflucht werden.
weil sie eh schon jeder auf dem Kicker hat. Wahrscheinlich hat bisher jede Maiden eine glorreiche Zukunft vorhergesagt und sie wird die Erste sein, die das nicht macht. Ja, Gott schütze uns alle. Das sieht ja witzig aus, guck mal, wenn die rennt, hinterlässt sie Staub. So, und du hier, Nonne, sag mal, Anton. Wie ich bereits gesagt habe, I didn't think Lady Dana was going to be the one chosen. Okay, sie ist gegen uns. Nonne Sienna, die mag uns nicht. Wir hätten nicht gewählt werden sollen. Sie ist mehr für Olga gewesen. Ach, ups, hab ich das gerade laut gesagt? Bitte ignoriert einfach das, was ich gesagt habe, ja? Hehehe, ich will keinen Ärger. Ach, mach dir darüber keine Gedanken, sagt Dana. Ich bin ebenfalls total überrascht, dass ich gewählt wurde. It would be a big help if people would talk to me honestly like you do, Sienna. Na, hat's ja nicht. Sie hat ja nicht gewusst, dass wir gerade dastehen. Aber wir sagen, ist alles okay. Hauptsache, du bist ehrlich zu uns. Sag uns ruhig deine ehrliche Meinung auch zukünftig. Damit können wir viel mehr anfangen. Okay, phew, ja. Danke, dass du das verstehst. Ich werde mein Bestes versuchen, ja. Naja, was ist denn überhaupt mit den anderen Kandidaten? Naja, die haben jetzt zwei Wahlmöglichkeiten bekommen, kann das sein? Stay and serve at the temple or return to the Anomalives. Ach, das ist ja cool. Oder auch nicht cool. Vor allem, wie scheiße ist denn das? Da hast du jetzt die ganze Kindheit hier verbracht und dann wirst du vor die Wahl gestellt, entweder bist du eine Dienerin zukünftig oder darfst in dein normales Leben zurück? Wie scheiße ist denn das? Du wurdest der ganzen Kindheit beraubt. Und darfst dann einfach so zurück in dein normales Leben, von wegen normales Leben, dass das Leben kann nicht mehr normal sein. Oh, was für eine blöde Wahl. Dienen oder zurück? Na dann lieber die Freiheit. Lieber Freiheit. Ja, und Olga und Sarai, mal gucken, wie die sich entschieden haben. Naja, die eine wird wohl bei uns bleiben, die will ja auf uns aufpassen. So, da hat's kurz gerumst. Im Hause des Let's Players und dann gehen wir mal kurz hier nach oben. Denn dort scheint noch ein Ausrufesymbol zu sein. Wer ist das? Ist das die erste Maiden? Ne, Professor Urugunata. Und bist du vorbereitet? Yes, I have no issue with Kondo. Ja, kann losgehen. Aber wirst du mich gar nicht begleiten? Also nickt sie und sagt ja, nein oder ja, ich komme mit. With a new maiden chosen, I will now take on the role of an advisor. Anyway, you are in a position where you will get to guide the people. Don't hesitate to be yourself. Ja, wir haben nun Verantwortung, wir müssen nun Leute leiten, wir sollen aber trotzdem eher wir selbst sein. Oder eben nicht. Habe ich bestimmt wieder falsch verstanden? Oh, I'm sorry, I know that in my head, but... The Twi Festival is like the first test given to the new maiden. You will journey to the Great Valley by yourself and make your way through the Schwein there. Also, it's only a ritual. Please do not neglect your duty. Ja, werden wir schon nicht. Unsere Pflichten werden nicht vergessen. Ja, okay, verstehe. Ja, das, was alte Leute immer sagen. Ja, alle haben hier nur sehr, sehr belehrende Worte für uns. Und wo müssen wir jetzt hin? Ah, zurück. Alles klar, machen wir auch. So, oben rechts in der Ecke habe ich noch kurz den Namen Sarai gelesen. Das ist wohl die auf uns aufpassen wollte. Kann das sein? Bin ich hier richtig? Ja. Aber trotzdem komisch, dass wir jetzt Dana spielen sollen. Ich meine, welchen Sinn hat das? Warum spielen wir jetzt gerade ihre Geschichte? Warum reicht es nicht aus, so wie vorher auch, deren Geschichte zu lauschen? Also warum müssen wir jetzt selber zum Tempel gehen? Wo ist denn da der Sinn? Bin stark, klar, kann losgehen.
Olga, Sarai, ihr beide seid gekommen. Und ist das nicht komisch, dass die Dana als New Maiden alleine den Weg gerade lang gekommen ist? Ohne Schutz, ohne Begleitung? Ich meine, sie ist die neue Maiden. Sie muss doch rein theoretisch permanent immer bewacht werden, oder nicht? Wir wissen ja noch aus der ersten Traumnacht von Adel, dass sie ja behandelt werden oder die gleichen Rechte haben wie eine Königin. Und da streift ich hier einfach so alleine durch irgendein Tal. Na klar. Miko-sama, 僭越ながら本日は我々が食事祭の見届け役を務めさせていただきます。 Ist das jetzt Olga oder ist das Sarai? Ich glaube, das ist Olga, wa? Weil die Olga hat ja immer so eine recht strenge Frisur gehabt. Ja, das ist Olga, die etwas robuste Person oder zumindest robust wirkende Person. Und sie wünscht, uns begleiten zu dürfen. Sie möchte über uns wachen. Und Sarai sagt auch, ja, sie würden halt gerne uns begleiten. Und sind die echt alt? Gleich alt? Ist das nicht komisch? Wieso ist denn Dana so klein? Ich verstehe es nicht. Ich meine, die waren noch... Gut, okay. Die war bei den Maidens ja auch immer die kleinste. Aber irgendwann relativiert sich das ja. Und wieso sind das jetzt bei völlig ausgewachsenen Frauen und Dana wirkt halt immer noch so kindlich? Ist doch komisch. Oder waren die so 4-5 Jahre Unterschied? Glaube ich nicht. Na gut, ist halt klein. Ja, okay. Sie sagt, wir haben uns schon mal dem Baum des Beginns uns hingegeben, uns geopfert. Was meinen Sie damit? Wir sollen zukünftig diese Art von Ausdruck sein lassen. Verstehe ich nicht. Da verstehe ich nicht, was sie jetzt gerade meint. Klingt ja fast erst so, als ob sie schon mal da vor dem Baum gewesen ist und da eben sich nicht vernünftig benommen hat. Haben wir das schon mal irgendwo gesehen? War Dana schon mal vor dem Baum des Anfangs oder des Beginns und hat sich da irgendwie falsch verhalten? Kann ich mich gerade daran erinnern. Aber scheint wohl so gewesen zu sein. Und diesmal sollen wir es eben nicht machen, weil da ganz, ganz viele königliche Leute und Diplomaten vorhanden sind. Ja, okay, alles klar, mach ich. Ja, das kannten wir auch schon. Ja, die wiederholen eigentlich nochmal alles. Die sagen auch nur noch, dass wir eben jetzt zum großen Tal hingehen werden und wir den Weg in den Tempel ersuchen. Und dass wir auf uns aufpassen sollen. Der Weg dahin soll zwar nicht so schwer werden, aber wir sollen trotzdem auf uns aufpassen. Und die werden dort warten. Ja, finde ich gut, dass sie auch alle unterschiedliche Haare haben. So richtig schön grün, blau und schwarz kann ich mir einbringen. Und doch das wussten wir schon. Ja, komisch, dass sie dir alles jetzt gerade doppelt und dreifach sagen. Ja, machen wir schon. Kriegen wir hin. Und ich möchte trotzdem mal wissen, wie alt ist Dana? Okay, Dana. Entschuldigung, habe ich falsch ausgesprochen. Dana heißt sie also. Ja, sie ist jetzt die neue Maiden. Ja, und sie wird halt für Etania beten. Ja,
Ja, oh großer Baum und alle Maidens, die es hart vorher gab, bitte leiht mir eure Stärke. Damit erkläre ich den Twee-Festival für begonnen, oder was? Ich kann dir nicht folgen, Alter. Ich kann nicht folgen, weil es sieht ja fast so aus, als ob wir schon da sind. Ich dachte, wir müssen irgendeinen Tempel rein. Sind wir jetzt schon im Great Valley, oder wie? Boah, ich komme nicht mit, wa? Ich dachte, wir brechen jetzt erst auf. Sie macht da hier so eine Ansage, als ob wir gerade schon da sind und sie vor dem Baum steht. Hä? Nee, wir stehen tatsächlich erst am Anfang. Aber was zum Teufel hat denn gerade diese Ansage zu bedeuten? About Energy Equipment. Dana is equipped with a special type of item known as Energy Equipment. The Energy Equipment Archaeopteryx Wing allows Dana to perform a Double Jump. Oh, fett. Double Jump ist immer gern gesehen. Ach, das ist jetzt quasi ihre Art Prüfung, oder wie? Die Drehung war süß. Gefällt mir. Bitte nochmal zeigen. Ach, okay, nee, dann habe ich das falsch verstanden. Das heißt, jede Maiden muss irgendwie alleine schaffen, irgendwo hinzukommen und muss jetzt hier den Gefahren stellen, oder wie? Oh, spielt sich mega flüssig. Was für ein langer Attackenskill. Den sollte ich aber auch überlegen, wann ich den benutze. Gucken wir uns direkt mal an. Sie hat direkt mal 4 Skills. Element Shot. Enhance your energy and release a light bullet. Das finde ich schon mal gut. Mistral Blow. A flowing rotating attack that hunts the enemy down with one strike. Auch eine Attacke, die nach vorne geht. Spielworn Steps. 40 kostet das Ding. Das war genau das, was wir gerade gesehen haben. Überall A+. Fett. Moves elegantly like a dance. Or dance. And consecutively attacks the enemy. Dragon Spirit. Slowly drains SP to unleash power hidden within. Muss ich das gedruckt halten oder wie? Direkt mal testen. Ach so, jetzt geht der SP-Balken nach unten und ich bin damit wahrscheinlich stärker, wa? Ja, ich hoffe, es war kein Fehler. Ich glaube, der Schaden, der war schon enorm unterschiedlich. Kann das sein, dass wir vorhin so knappe 200 Schaden gemacht haben mit dem Schlag und jetzt sind es nur 80? Also wenn ich mich da nicht getäuscht habe, dann ist ja dieser Boost, den Dana bekommen hat, verdammt hoch. Was ist denn das, Alter? Der Drachenfrucht. Der Stufe 4. Wir kriegen jetzt schon Items der Stufe 4? Energy Fragment. Ach, das ist ja krass. Das ist ein Zielsuchschuss. Wie nice ist das denn? Das könnte einer meiner zukünftigen Lieblingsskills werden. Mit einer Auto-Zielsuchfunktion. Krass. Ja, das gefällt mir. Was sagt denn die Karte? Wir sind bei 2 von 2. Und da ist auch schon das Ziel. Ja, komm, das nehmen wir heute mit. Das nehmen wir alles heute mit. Da können wir ein bisschen hier rumprobieren. So, mal gucken, was der da noch hat.
Das ist auch eine coole Attacke. Achso, dann müssen wir jetzt bestimmt warten hier hinter den Stein. Warte, bis der Wind aufhört. Also immer nur schrittweise nach vorne gehen. Schritt für Schritt. So, und nach vorne. Jetzt haben wir zwar Schaden bekommen, ist aber nicht so wild. So wie es aussieht, muss ich rechts hier die Treppe hochlaufen. Und dann über so einen kleinen Bergpfad. Oder eine Brücke, eine Steinbrücke stolzieren. Okay, die kritische Stelle ist wahrscheinlich schon mal überstanden. Ich werde mal hier warten, bis der Wind wieder einsetzt. Und bisher brauchte ich auch meinen Doppelsprung gar nicht. Aber cool, mit dem Doppelsprung kommt man natürlich auch sehr, sehr einfacher an den ganzen Gegner vorbei. Ist das jetzt der sogenannte Tempel? Sieht eher nicht so aus. Ja, sieht so aus, als ob sie sehr tief drin sei. Und sie fragt sich auch, ist das denn der Schrein, den ich hier gesucht habe? Und unsere Personal Bodyguards sind hinterhergekommen. Meine Lady, ich bin sehr erfreut, dass es dir gut geht, dass du in Sicherheit bist. Das sieht wohl so aus, du bist hierher gekommen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Du kannst kämpfen, so wie es aussieht. Sehr gut. Let the tree ritual begin right away. Wir sollen hier das Baumritual beginnen. Okay, ist das jetzt das, was wir eingepflanzt haben? Der Baum in Form einer Sichelhand? Oder war das schon drin? Die Zeit ist gekommen. Oh, wir werden die Zukunft von Eternia sehen. Jetzt bin ich gespannt. Olga sagt, Naja, Schmetterling ist ja schon mal schön. Es wird bestimmt gleich rot, oder? Das war's? Wir haben nur gesehen, dass es irgendwie im Wasser irgendwas geblubbert ist? Okay, aber Dana hat's wohl mitgenommen. Ich kann nicht atmen, bitte schnell. Ich hab Asthma. Dana, aber was ist los? Ach, naja, okay, ich hab verstanden. Sieht wohl so aus, als bin ich einfach nur ein bisschen nervös. Na okay, also wenn du sagst, du bist okay, dann geht das für mich auch klar. Aber überanstreng dich nicht. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es in Worte fasst, was sie gesehen hat. Oh, sie lügt ein bisschen. Sie sagt, sie hat eine schöne Vision des Ozeans gesehen. Ach, wie wunderschön.
Na, aber sie kann doch jetzt nicht einfach hier rumlügen. Die kann, ich meine, die hat auch nicht nur einen ruhigen Ozean gesehen. Ja, und die freut sich jetzt. Das ist wohl ein Zeichen für eine glückliche Zukunft, wenn der Ozean ruhig ist. Ja, ganz klasse. Dann ist sie wohl doch noch nicht bereit für die neue Maiden. Jetzt fragt sie sich selber, was das für eine Vision gewesen sei. And why did it? Und wie did it? Was denn? Hat irgendjemand was gemacht? Was beeinflusst oder wie? So passing Gendarm. Wer ist ein Gendarm? Heißt der Berg vielleicht Gendarm, dass wir den irgendwie übersteigen können? Übertreffen? Wer oder was ist Gendarm? Haben wir das auch wieder geträumt? Ja, interessant. Also, welch verwirrende Folge heute. Ja, wir hatten einen sehr, sehr langen Traum diesmal. Autosave, das ist schon mal gut. Okay, also da muss ich auch erstmal drüber nachdenken, was wir gerade gesehen haben. Dann muss ich mir nochmal diese eine autogeskippte Szene nochmal anschauen, ob da wirklich dann doch irgendwie so eine wertvolle Information versteckt gewesen ist. Und dann schauen wir uns zusammen hier den nächsten Part an. Also irgendwie komisch. Irgendwie ist die heutige Folge total seltsam. Okay, also sie begann ärgerlich mit diesem neuen Kampf. Dann habe ich mich gefreut, dass der Saurier ihn gefressen hat. Dann war es schon irgendwo traurig, dass der Captain gestorben ist, weil das kam halt wirklich unerwartet. Also ich hatte echt nicht dran gedacht, dass das wirklich passiert. Aber ja, schade. Und dann wurde auch reingeworfen direkt in eine neue Szenerie. Da haben wir Dana getroffen. Dann konnten wir sogar mit der zocken. Die hat sich extrem gut gespielt auch. Und sie hat eine komische Vision gehabt. Also hier haben sich die Ereignisse ganz schön überschlagen. Muss ich sacken lassen. Okay, dann hier eine Pause und dann bis zum morgigen Part. Also reinhauen und tschüss.